Wenn du eine offene Tragkonstruktion hast, dann sind diese sehr torsionsweich. Du kannst zum Beispiel an diesem Profil erkennen, wie leicht dieser unter der Lasteinwirkung nachgibt. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann man solche offene Tragkonstruktionen gestalten, dass sie einerseits möglichst torsionssteif sind und andererseits möglichst leichtgewichtig und damit auch kostengünstig sind. Und wir schauen uns jetzt an diesem einfachen Beispiel an, wie man diesen Konflikt löst. Also schauen wir uns diesen Querschnitt an, so ein U-Profil. Dieser wird dann entsprechend auf der einen Seite fest eingespannt und auf der anderen Seite leiten wir ein Torsionsmoment ein. Und die Frage ist, wie muss man so einen Querschnitt gestalten, um maximale Torsionssteifigkeit und minimale Materialkosten zu erreichen? Wir schauen uns das Ganze aus zwei Perspektiven an. Zuerst aus der Richtung Technik, das heißt maximale Torsionssteifigkeit. Der Torsionswinkel Alpha als Funktion des Torsionsmomentes wird durch folgenden Zusammenhang beschrieben. Wir haben ein Torsionsmoment multipliziert mit der Länge geteilt durch Schubmodul mal polares Flächenmoment. Jetzt wollen wir den Querschnitt optimieren, um Minimalwinkel zu erreichen. Für diesen Fall, für dieses U-Profil, können wir das polare Flächenmoment bestimmen als Eta geteilt durch 3 und dann Summe der einzelnen Elemente HI multipliziert mit Wandstärke hoch 3. Und das heißt in diesem Fall, wenn wir den Torsionswinkel reduzieren wollen, damit diese weniger nachgibt, diese Konstruktion, müssen wir das polare Flächenmoment erhöhen. Um das polare Flächenmoment zu erhöhen, haben wir die Möglichkeit, entweder die Länge der einzelnen Elemente, zwei horizontale Flansche und vertikalen Steg zu erhöhen oder die Wandstärke. Und in diesem Fall ist es natürlich wesentlich günstiger, die Wandstärke zu erhöhen, weil diese in der dritten Potenz in die Gleichung reingeht und ist damit ein sehr einflussstarker Faktor. Eta in diesem Fall bei diesem Querschnitt liegt bei 1,12, ist eine konstante Größe. Also nochmal, um maximale Torsionssteifigkeit zu erreichen, müssen wir das Ganze dickwandig machen. Das leiten wir aus dieser Gleichung ab. Das ist die eine Perspektive, die technische Perspektive. Und jetzt schauen wir uns das Ganze aus der Kostenperspektive an. Und zwar die Materialkosten berechnen wir jetzt hier in diesem Fall als das Produkt vom Bauteilvolumen multipliziert mit volumenspezifischen Materialkosten multipliziert mit fertigungsbedingter Materialverschnitt. Das Volumen ist gleich die Querschnittsfläche multipliziert mit der Länge. Und die Querschnittsfläche ist gleich Summe der einzelnen Elemente, also zwei horizontale und ein vertikales Element, HI, multipliziert mit Wandstärke, also die drei Elemente. Und wieder die Frage, wie können wir die Materialkosten senken? In diesem Fall müssen wir das Volumen reduzieren. Um das Volumen zu reduzieren, müssen wir die Querschnittsfläche reduzieren. Und um die Querschnittsfläche zu reduzieren, können wir wieder die Länge der einzelnen Elemente reduzieren oder die Wandstärke. Die Wandstärke, haben wir gesagt, ist sehr wichtig, um maximale Torsionssteifigkeit zu erreichen. Also bleibt uns noch die Länge der einzelnen Elemente. Und wenn man diese Erkenntnis in die Sprache der Konstruktion übersetzt, dann ist ganz klar, was müssen wir tun?
Um die Materialkosten zu reduzieren, müssen wir diesen Querschnitt kleinvolumig gestalten und damit wird das Ganze kostengünstig. Und das bedeutet, dass wir diesen Querschnitt anders gestalten müssen, nämlich kleinvolumig und dickwandig. Und das ist dann die Lösung für dieses Problem. In diesem Fall großvolumig und dünnwandig ist die schlechte Alternative. Die bessere Alternative ist kleinvolumig und dickwandig.